clapping those cheeks. Oh, ich rede nicht von unseren. Ja? Sein Arsch wird gleich richtig weggefetzt. Was machen wir hier eigentlich? Vindictus Defying Fate. Publisher und ich glaube sogar diesmal auch Entwickler. Nexon. Die haben Vindictus, das Hub-MMO, was ja schon seit gefühlt Jahrzehnten gibt, haben die gepublished, aber Entwickler war irgendein anderer. Aber vom Grundprinzip her ist es dasselbe. Und im Playtest jetzt können wir zwar nicht mit anderen spielen, also das Playtesting ist jetzt quasi nur ein Singleplayer. Und genderlocked, selbstverständlich. Ich glaube, so war es auch im Vindictus, im MMO. Wir gehen, selbstverständlich, mit der weiblichen Version weiter. Dadurch, dass es nicht nur genderlocked ist, wir haben einmal quasi Dual-Wielding mit zwei Schwertern und Schild und Schwert. Ich habe tatsächlich mehr Bock auf Schild und Schwert. Ja, nicht nur, weil es eine Frau ist. Character Creator, was es bislang so gab, sieht super insane aus. Also richtig, richtig wild. Auf jeden Fall ganz, ganz geil. Die Controls brauchen gar nicht. Die finden wir auch selbst heraus. Character Creator, sag ich schon. Ich verwechsel es gerade mit Dragon's Dogma 2. Ihr springt hier rein und habt direkt einen Charme. Was wir aber machen müssen. Ja, genau. Wir haben Outfits. Und typisch kann man, ne? Mal raus. Da kann ich reinzoomen. Man kann aber so reinzoomen. Ja. Gute Grafik auf jeden Fall. Was man aber auch sagen muss. Vindictus, das ich kann mich einfach ums Verrecken nicht erinnern, wann es rausgekommen ist. Hatte tatsächlich auch damals schon für seine Zeit echt eine verdammt gute Grafik, zumindest was die Charaktere anging. Wir können hier mal gucken, ob wir bei den Settings Screen Ultra, okay, mehr geht quasi nicht. Ich schaue jetzt noch mal kurz, bevor wir starten. Lassen Sie mal tanzen. Wie es vom Sound her ist. Ja, ich mach's ein Ticken leiser. Genau. Controls. Okay, LB, dann haben wir unsere Fähigkeiten. Wir haben einmal den Block. Wir haben einmal unser Dodge. Das ist auch der Unterschied zwischen dem, die männliche Variante jetzt gerade, die zwei Schwerter hat. Kann nicht, hat keine Dodge Roll. Er hat quasi nur so ein Quick Sidestep, wie auch immer man das Ganze nennen will. Was haben wir noch? Die Taste macht nichts. Potten tun wir höchstwahrscheinlich mit X. Das ist unser normaler. Im Moment, das sieht nicht aus wie eine normale Attacke. Springen. Das sind unsere normalen Attacken. Triple. Okay, das sind die Kombos. Wir müssen jetzt nur einen kurzen Spasten einmal wegbannen. So. Da haben wir ihn. Und ja, dann legen wir doch mal los. Man kann locken. Ein RT ist ein Finisher. Was man sagen muss, es fühlt sich knackig an. Unten ist auf dem linken Stick. Die Kamerasensibilität ist ein bisschen wacky. Könnte aber ja, am Controller liegen. Okay.
Bonfire. In jedem guten Dark Souls Game. Wobei es hier, glaube ich, ein Shard ist. Ja, ein etwas anderer Ansatz. Es kommt drauf an, dadurch, dass es jetzt ein Playtest ist, wir haben wahrscheinlich ein bisschen etwas begrenztes Areal. Wir können, ich gehe stark davon aus, nichts looten. Es gibt auch kein Equipment. Also es ist wirklich einfach nur, um zu schauen, wie fühlt sich das Kampfsystem an. Die Schläge sind schon mal, haben einen gescheiten Wumms. Das Einzige, was ich jetzt auch bislang in anderen Videos gesehen habe, was mir nicht so ganz gefällt, ist, die normalen Monster werden relativ leicht gestaggert. Jo, wenn ich... Und das, was ich meine. Also solange es keine Elite ist, solange ihr angreift, sind sie in so einer komischen Stagger-Animation. Was ich nicht so geil finde. Ja. Hier wäre der erste Loot. Work in progress. Der Unterschied zu dem anderen Vindictus, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich habe super wenig gespielt damals. Aber ihr habt quasi ein Hub, wo ihr mit anderen Leuten interagieren könnt, eure Party bilden könnt. Und dann könnt ihr zusammen quasi in Instanzen reingehen. Und mehr oder weniger habt ihr dann so Dungeon-Areale. Ich kann mich jetzt nicht ganz dran erinnern, ob das quasi auch so ein bisschen größeres Gebiet war, wo man auch etwas durchgelaufen ist. Aber ne, wie hier auch. Langer Schlauch. So. Elite zum Beispiel kann man nicht staggern. Man muss tatsächlich dodgen. Was ich auch nicht sehe, ist eine Stamina-Bar. Weiß nicht, ob das tatsächlich nur für den Playtest ist. Muss auch mal gucken. Potten erinnert mich auch ein bisschen an Dark Souls. Man muss aufpassen, also es gibt Iframes. Aber wenn ihr in eine bestimmte entweder rein oder raus trifft euch die Keule dann trotzdem. Also es ist nicht komplett unverwundbar. Ist den Eichel. Was es auch gibt. Unsichtbare Wände. Das werden sie auch höchstwahrscheinlich nicht ändern. Wird so bleiben. Also das, was auf der Minimap begehbar ist, ist begehbar. Alles andere ist quasi geblockt. Oh, was ich ganz cool finde, die ihr könnt vom Sound ausmachen, wann kommt die Attacke und wann nicht. Wenn ihr zum Beispiel den Bogen spannt, sippen wir erstmal nochmal. Wenn ihr den Bogen spannt, könnt ihr eigentlich mehr oder weniger predikten, wann ihr dodgen müsst. Das ist schon mal ganz cool. Wir müssen die drei bekämpfen und ich habe bislang keinen einzigen Skill benutzt. LB und dann... Wollen wir gleich mal gucken.
Ich dachte, was ich jetzt verwechselt habe, ist. Der Krieger hatte nämlich einen Dash-Skill. Und jetzt habe ich die Krieger-Skills mit denen von ihr verwechselt. Sind doch nochmal ein Ticken anders. Können wir hier einen kurzen Reset machen? Was ein bisschen anders ist, die Monster spawnen nicht nach, wenn man sich hier hinhockt. Mal ganz nice. Weil wenn man in den Instanzen auch kämpft. Ach, hier geht's weiter. Was haben wir da vorne rechts? Wenn man. Ah. Theoretisch wäre mehr Loot da. Mal kurz gucken. Info. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt einfach die aktuell begehbare Map. Und dann werden wir hier schon am Ende. Ich glaube, der Playtest dauert auch gar nicht mal so lang. Also eine Stunde, eineinhalb und dann hat man es eigentlich auch schon geschafft. Ich weiß, dass wir hier jetzt gleich gegen einen Boss kämpfen müssen. Ich würde vorher aber tatsächlich gerne einmal wissen wollen, was für Skills ich habe. Oder was die tatsächlich machen können. Schauen wir mal. Outfit Emotes Map, das wollen wir nicht. Playguide. Den Scheiß wieder zugemacht. Mensch. So. Hier. Okay, das sind unsere. Das heißt. Normale Attacke stark, stark. Normal, normal, stark, stark. Das ist das, was ich am häufigsten gerade benutze. Genau mit der hier. Dreimal normal, zweimal stark und viermal normal stark und Charge Attacks halten. Guard, Counter-Attack, nach dem Blocken. Okay, das heißt, man kann das höchstwahrscheinlich sowas wie ein Parry. Okay. Nach jedem Skill kann man nochmal eine Strong-Attack machen. Press F2 to see detailed version player guide include. Die brauchen wir eigentlich nicht. Achso. Okay, er schickt er uns direkt auf Steam wieder rüber. Brauchen wir nicht. What the? Gut. Dann müssen wir es ein bisschen herausfinden, weil ich glaube nämlich, der Skill. Den wir unten haben. Gibt uns irgendeinen Boost. Mal gucken. Ich glaube, ich fange mit dem Skill an. Also den Durchgang haben sie extra eng gemacht. Und ich will nichts erzählen. Er riecht das Parfüm. Ich hab's ja extra noch gesagt. Lass es weg. Okay, den juckt's aber nicht. Wie geht's auch?
Yo. Der mit der Riesenkeule. Alles klar, jetzt werden wir niedergeknüppelt. Muss mal kurz seine Attack Pattern mir merken. Hier die gelben. Scheint, als könnte man gut iframen. Ach shit, das hab ich verkackt. Hey, jetzt werde ich greedy! Hund! 1, 2, 3. Easy, first try. Easy clap. Okay, 2 Minuten. Würde mal sagen, für den First Try gar nicht mal so schlecht. Mal kurz gucken. Gibt's direkt danach nochmal ein Bonfire? Oder. Ja, erstmal weiterkämpfen. Shit. Ich habe keine Pots. Machen das mal kurz hier. Das direkt RIP. Ich habe das Gefühl, dieses Ding, was ich dachte, dass eigentlich so ein Self-Buff ist. Quasi wie der Anfang von einem Block und da macht er so ein Reingecharge. Aber gerade auch ein bisschen wack, dass man die Skills nicht durchlesen kann. Ey, wir sind so am Arsch, ne? Das, yo, 2 Dicke. Alles klar. Ja, wir probieren das mal kurz. Kann ich bitte den Skill unten benutzen? Hä? Hey. Die haben wir richtig weggefetzt. Ja, jetzt sind aber alle meine Skills auf ach, shit. Alle Skills auf Cooldown. Wir machen das mal. Yo. Ihn. Nice.
Aber wir haben das gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Easy. Wenn man ungefähr weiß, was die Skills machen, außer Damage, ist auch vom Movement Set her ganz nice. Und wir sind nicht gestorben, haben es zum nächsten Bonfire geschafft. Ich würde sagen, easy game. Gehe mal sehr stark davon aus, dass es später eine größere Variation geben wird von den Sachen, die man machen kann. Nur mit Kombos zwischen Basic Attack und einer starken Attacke plus 4 Skills fände ich das ein bisschen zu wenig. Oh boys! Ich hoffe, die haben das Bonfire aktiviert. I heal to the face. Jetzt. Das ist schon der nächste Boss. Ei. War ein bisschen unfair. Kann ich's eigentlich? Okay, okay, okay. Man kann es also, wenn man einfach... Okay, wenn man links, rechts läuft, trifft da quasi einer nicht. Kein Putz mehr! Okay. Also mit dem Sprinten geht's. Dann warten wir mal kurz. Fuck! Fuck! Okay, indem man einfach nur links-rechts läuft, hat man zumindest... was skippen? Wenn man links, rechts läuft, muss man die Dinger zumindest nicht dodgen. Was hier ein bisschen beschissen ist, dass man... you
So, man ist jetzt schon wieder Half-Life, bis der Spasti kommt. Also, wir machen es einmal so. Jetzt macht er zack, zack. Wow. Okay. Den Bitch Slap habe ich nicht erwartet. Yo! Der macht zwei Slaps. Egal, die kann man komplett so dodgen. Okay. Ein bisschen beschissen ist. Ich glaube, den Charge Attack benutze ich gleich gegen die Horde, die wir haben. Das wollte ich. Man kann Doppelschüsse nicht immer hintereinander dodgen, das heißt, die frisst man auf jeden Fall. Wenn man zu nah dran steht, kriegt man einen Bonlatz. Ich einen Drink. Okay. Danach müsste ich. Doppelschuss. Egal. Okay, man kann den Doppelschuss, wenn man richtig timet. Kann man den schon dodgen.
Okay, 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 okay. Das heißt, das gelbe Ding kann man interrupten. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Sogar schneller gelegt als den ersten. Zwar nicht First Try, aber... wir nehmen's. Der Pfeil auf der Minimap zeigt in diese Richtung. Also wir müssen wahrscheinlich hier lang gehen. Das ignorieren wir mal, weil das nur eine unnötige Kiste. Außer der verfolgt uns. Wieder nur einen Pott. Penner. Er ist tot. Damit der uns nicht verfolgt. Easy. So. Nichtsdestotrotz, auch wenn man relativ wenig Skills gerade hat, es fühlt sich vom Kampf her echt geil an. Von den Bewegungen her. Jeder Schlag, wenn er trifft, es hat so einen richtig, richtig geilen Impact. Also es ist, man fühlt sich nicht, als würde man einfach nur ins Leere schlagen. Nur gleich auf die Map gucken. Mal kurz erholen. Dann haben wir unsere ganzen Pots wieder. Oh, was sagt denn die Map? Wir haben eigentlich schon viel. Wir haben jetzt nur noch 3 Bonfire vor uns. Ich bin gespannt, ob das jetzt noch 2 Bosse sind oder noch 3. Und wenn es tatsächlich dann draußen ist, gehe ich mal auch stark davon aus, dass es quasi nicht nur die Werwölfe gibt, sondern auch ein paar andere. Ja, ist cool. Das darf ich vielleicht nicht machen. Jo. Dass ich das eine Ding gerade komplett gedodged habe. Yo.
Also man muss tatsächlich auch... Man kann halt nicht einfach komplett Brain AFK umdodgen, sondern es muss tatsächlich weg vom Knüppel sein. Easy, first try. Unter 2 Minuten? Ah, 2:12. Okay. Wir brauchen gerade ungefähr gleich lang für die Bosse, wenn wir nicht komplett verkacken. Der war aber sehr cool. Er hatte echt ein cooles Moveset, an das man sich flott gewöhnen kann. Ja. Komm her. Ja, hallo? No, no! Ich wollte auch nicht locken. Okay. Die Pisser. Da waren zu viele. Ja, die Archer. Die können ein bisschen tricky sein, wenn man die ganze Zeit nur auf den Nahkämpfern dran ist. Schauen wir mal, dann machen wir ihn erstmal platt. Es ist jetzt eigentlich egal, ob wir die holen. Weil, dann kann ich den da machen. Ja, schon mal weg. Wow, 3. Okay. Deutlich besser. Shit. 2 sind. Das sind beide Bogenschützen und eine Elite, ne? Ja. Nicht warten. Ja, es ist gelockt, solange die. Ja, entspann dich doch! Jetzt sind wir noch nicht tot. Keiner. Doch. So, wir kriegen unser Refill. Hier gleich so. Also, hätten wir jetzt gegen die paar verkackt, das wäre richtig bitter gewesen. Ja, kurz gucken, wenn man nicht einfach Rest drückt, sondern einfach wieder rausgeht, hat man trotzdem seine Aufladungen wieder. Nee, hat man nicht. Okay.
Die Frage ist, ob die tatsächlich dann, wenn das MMO rauskommt, ob es weiterhin so schlauchig sein wird, dass es wieder Instanz, ja, oder mehr oder weniger Instanzen sind, die neu geladen werden. Und man hat so bestimmte Schlauchareale, die man einfach durchläuft. Oder ob sie tatsächlich eher Richtung Open World gehen, was ich fast nicht denken kann. Weil komplett von einem Hub-based MMO auf ganz Open zu gehen. Hm. Aber so viel ist ganz, ganz cool. Also wenn man in solche Instanzen lebt, die halt ein bisschen durch ein gewisses Gebiet durchführen, sich die Gebiete dadurch ändern, wäre vollkommen in Ordnung. Mit zwei, drei Freunden zusammen könnte das Ding schon richtig cool werden. Also von Aufmachen her, glaube ich, könnte das der Final Boss sein. Hat sich gerade eine Waffe aus der Brust rausgezogen? Clapping those cheeks. Oh, ich rede nicht von unseren. Ja? Sein Arsch wird gleich richtig weggefetzt. Also man muss sagen. Kann aufmachen, ja. Nicht gut. Wow, okay. Ah. Mann, der hat ein... Yo! Okay, ich sollte gleich locken. Wie schmecken die High Heels? Biatsch! Ah, wenn man es richtig macht? Kann man auch zwischen den Dodges... ...paar... Oh shit, da habe ich verkackt. Holy fuck. Was ich nicht weiß ist, ob wir mit unserem Bild Okay. Jetzt Enraged. Da kann man nicht reinrollen. Ob man mit dem Schild auch irgendwas von diesen Sachen blocken kann. Aber echt ein cooler Boss. Das ist ein bisschen recycelt von dem Kleinen, aber ich glaube, der Kleine war so ein bisschen eine Vorbereitung, damit man das Moveset drauf hat. So, skip. So, jetzt locken wir gleich. Eins, zwei und der dritte. Das ist... Shit.
verstehe es nicht ganz. Oh shit, das ist ein bisschen zu viel gedodged. Da muss ich vielleicht nach links dodgen. Ja. Ja, das ist genau der Schwinger, wo ich... Ja, genau. Das Rote ist so ein bisschen tricky, weil ich nicht wirklich weiß, wo ich da stehen kann. Ob ich komplett hinter ihn muss, weil ich glaube, egal ob man rollt oder nicht, das Rote trifft einen trotzdem. Taste gedrückt. Laggert ein bisschen. Ja. Schön. Ja, und da muss ich auf jeden Fall nach links dodgen. Das. Okay, man kann es nicht out. Okay. Links. Ich dachte, ich hab's gedodged. Ah. Gegen Schwingrichtung. Ja. Ja, gegen die Schwingrichtung muss man dodgen. Shit. Ja, okay, und da muss man hinter ihn. Ah, du Hund! Ich habe auch keine Pots mehr. Na, das wird leider wieder nix. Nach dem Dodge muss man wirklich nach hinten gehen. Okay. Ich mal kurz gucken. Ja, das ist tatsächlich auch dann das Ende vom Playtest. Weil da ist das letzte Bonfire. Gut. Da müssen wir den jetzt so lange machen, bis das Moveset quasi in uns eingebrannt ist. Shit. Yo, alles klar. Hm.
Ah, shit! Okay. Okay, okay, okay. Wir können. Wir können auch einen Teil blocken. Wir können den Teil blocken. Das ändert vieles. Ich glaube sogar, dass ich keinen Schaden bekommen habe bei dem. Dann könnte ich mir jetzt überlegen, ob ich nach dem Block Strong Attack mache. Also, das, was offensichtlich ist. Hier. Das waren dreimal, das hat er jetzt wieder neu gemacht. Shit. Check. Shit. Jetzt macht er wieder neue Sachen. Der Pisser! Das hat er vorhin die ganze Zeit nicht gemacht. Ich kann auch nicht Ewigkeiten blocken. Das ist. Ah, eine Kacke ist nicht. Aber ich glaube, am besten fahre ich tatsächlich, indem ich versuche, auf den Dodge nur zu gehen. Ja, er macht jetzt Schwinger. Wir trinken jetzt mal ein. Macht er wieder seinen Hunger. Shit. Fuck. Schön! Nein! Du Hund! Shit!
mein! Nein! Wir hatten. Nein! Der war fast down. Fuck. Me. Ah. He's clapping cheeks. Anstatt wir. Okay, okay, okay. Paar tries noch. Dann. Hätte nicht erwartet, dass du nochmal den Schwinger machst. Chill. Chill. Fuck. Ah, da hab ich gegreedet. Und dumm. I healed to the face! Bist du noch mal ein? Ja. Jetzt. Fuck. Noch einer? Nein, nein, Roter. Okay, okay, okay. Ich will mich noch nicht heilen. Er lernt. Ja, grüß Gott. Na, wie geht's? Schon lange nicht mehr gesehen, gehört, gelesen. Nein, wir heilen nicht. Ich habe keine Pots mehr. Der Tank hier oder was? Ja, nein, nein. Lebt, nicht lernt. Jetzt habe ich es gelesen.
Ich hatte tatsächlich lass mich liegen, 2, 3 Monaten oder so, viel mein Termin hat gesagt, Adlerauge. Aber wahrscheinlich hat er selber nichts gesehen. Ja, lebe, lebe. War die letzten 4 Wochen ein bisschen in Arbeit versunken, deswegen keine Zeit zum Zocken gehabt. Aber jetzt sind wir wieder back. Immer noch viel los, aber an den Wochenenden geht's ein bisschen. Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Was bist du am Zocken? So, der Try ist es. Bin ich fest überzeugen. Ah, sei nämlich Animation Lock. Zu sehr. Nee, 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 das nehme ich nicht an. Heck. Komm mal in die Mitte. Der Bastard, ey. Der mich gebaitet hat. Der Run wird leider nichts. Der Run wird leider nichts. Ja. Denk mal an. Helldiver-Fieber. Kumpel von mir hat auch direkt, wo es rausgekommen ist, ich glaube, lass mich in 80 Stunden reingebuttert. In den ersten 2 Wochen. Was sagst du bislang? Geil? Und wie schaut es aus mit den Multiplayer-Lobbys? Weil ich habe gehört, irgendwie, da gab es am Anfang ja richtig Probleme. Man mit anderen nicht zocken konnte. Mal ein Trinken. Mongolit. Einzige, was ich hoffe, das Areal, in dem man den bekämpft, ist halt so verdammt klein. Habe ich auf den Tisch gespuckt. Und konstant an den Rändern vom hat getroffen? Ich check's nicht. Das ist auch Schmutz.
Mann. Ah. Dass der Controller am Kabel hängt. Richtig gut, weil ich so viele spielen wollte. Mittlerweile läuft es sehr gut. Günstig und Live-Service, wie es sein sollte. 140 Stunden. Holy fuck. Ja, okay. Es ist schon eine Weile draußen. Deswegen ist es, glaube ich, eine solide Spielzeit. Ja, aber cool. Ja, vor allem, was hat es gekostet? Ich glaube 30 Euro, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. 28, 29 irgendwas. Das ist schon echt verdammt gut, vor allem dafür, dass man halt so viele Stunden rauskriegt. Ich gehe nur ganz kurz pieseln, bevor ich weitermache mit dem Boss. So. Ich glaube C30. Ja, naja, so ist ein Dreh rum. Also dafür finde ich es schon echt gut. Und vor allem, was ich so von den Entwicklern gehört habe, was die so ein bisschen auf Twitter, Reddit und Co. gepostet haben. Hört sich echt sehr, sehr solide an. Boden geblieben. Nah an den Gamern. So, und was nah an diesem Gamer ist. Ein paar Zweifeln gleich. Beach! Nicht bei Laufer die ganze Zeit seine Attack-Pattern. Wenn dann. Ich weiß nicht, ob ich das blocken soll. Oder ob ich mein Interrupt-Skill... Ja, shit. Oder ob ich mein Interrupt-Skill da hernehmen kann, um den da zu blocken. Ach, der Joel, der, ja, genau, der das Spiel live steuert. Ja, genau das habe ich gelesen. Das fand ich halt echt mega cool mit den Gegnern. Ich weiß viel zu wenig, um zu wissen, okay, wie groß ist der Impact da, den der dann tatsächlich auf dein Spielerlebnis hat. Aber so vom Prinzip her ist das schon echt cool. Jeden Monat kommt ein neuer Pass, was du, achso, im Spiel spielen kannst. Ist auch kostenlos. Oder ist es quasi ein Battle Pass, den du kaufen musst? So Microtransaction-mäßig. Wieder am Rand von dem. Ja, echt? Zweimal? Hut! Ach, das geht nicht. Okay, scheiße. Okay, hab... Ah! Hab verstanden. Das Rote kann ich ja so nicht interrupten.
Manchmal kann ich es aber dodgen. Macht doch keinen Sinn. Okay, okay. Jetzt hat er mich gebaitet. Peach! Gibt's euch! Sicherheitshalber, sicher ist sicher. Ja! Wir haben es geschafft. Spann dich. Spann dich mal. 3,5 Minuten, ey. Holy fuck. The threat from Nether Ruins has been eliminated. Head to Frozen Valley through the camp. Als allererstes holen wir uns kurz das Bonfire. So, dann schauen wir uns doch mal an, was es noch in Frozen Valley gibt, wenn er mich da reinlässt. Es geht weiter. Wir haben ein anderes Outfit an. Was soll das? Verdammt cool. Sehen wir halt ein bisschen mehr, ne? Kriegerlastig aus. Doch mehr als nur eine Instanz. Das ist schon mal ganz geil. Sind die... Jo, die sind aggro. Alles klar. Auf die Gefahr hin. Dass ich gekickt werde. Bogenschützen sind dann ultra nervig. Jo. Das ist halt auch was. Die Elite können nicht gestaggert werden. Das macht's halt nochmal gefährlicher. Und im Playtest können wir gerade nur zwei Charakterklassen anpacken. Das in dem anderen wird es wahrscheinlich.
Sachen lock ich eigentlich. Okay. Die sind deutlich nerviger. Ja, Genderlocked. Tatsächlich Vindictus. Oder zumindest, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber im Playtest jetzt sind sie ja. Die mit Schild und Schwert ist weiblich. Der mit zwei Schwertern, Dual Wielding, ist männlich. Und im normalen Vindictus war es, glaube ich, auch Genderlocked, wenn ich es mich richtig erinnere. Also so typisch. Typisch Asian MMO-Style. Weiß ich, warum die das machen. Ist wahrscheinlich wegen den Outfits. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe im Black Desert auch 3 Millionen Charaktere und da hat es mich auch nicht gestört. Aber ich glaube, es ist tatsächlich wegen den Outfits. Dass du dann da ein bisschen Cash liegen lässt und dann vielleicht hier die eine oder andere Klasse, eben weil es halt ein Mann ist oder weil es eine Frau ist, spielt. Ah, ich weiß nicht. Ich finde, in heutzutage müsste man es nicht genderlocken. Ich weiß nicht, ob es dann... What the? Apropos locken, wenn ich nicht Target Lock mache, ist manchmal... Ich will mich doch nur ans Bonfire setzen! Oh shit! Hier ist aber schön, während der... Während der Special... Juhu, ich hab mich verklickt. Ja. RIP! Nein! Kann man mich irritieren, nicht spielen. Mich stört's leider. Ja, verstehe ich. So geht's vielen. Sag mal, ein gutes Argument, warum ich in Black Desert hauptsächlich weibliche Charaktere habe, ist, ja. Ne? Die Physics. Die Physics hinter dem Ganzen. Aber ich würde jetzt auch sagen, für ein kleines Comeback soll das jetzt auch mal gewesen sein. Spiel ist cool. Es taugt. So für einen ersten Einblick. Ist ganz nice. Ich hoffe mal, dass sie sich nicht zu viel Zeit lassen. Mit dem Rausbringen von dem Ding. Aber dadurch, dass es jetzt nur ein Playtest ist, ein begrenzter, würde ich mal fast meinen, vor 2025, 2026 wird das nichts mit dem Game. Fazit. Kurz Fazit und dann. Combat ist gut. Ja. Bossfights sind cool. Bewegung ist gut. Es ist tatsächlich, es fühlt sich, das Kämpfen fühlt sich einfach mies geil an. Richtig, richtig gut. Ich hoffe, es gibt mehr Gegner. Wenn das die Instanzareale sind, dann sind sie meiner Meinung nach deutlich größer als in Vindictus. Was schon mal ganz cool ist. Das mit ein paar Leuten zusammen könnte ich mir sehr witzig vorstellen. Die Grafik ist, ja, ihr seht's, sehr, sehr nett. Und ja, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Wenn es rauskommt, oder zumindest in die Beta geht, freue ich mich. Weil dann gibt's nochmal was Neues zu zocken. Und ja, so viel zu Vindictus Flying Fate. Für diejenigen, die auf YouTube zu gucken. Vielen Dank, dass ihr die Pause überbrückt habt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.